spannende News erreichten uns am gestrigen Tage. So wurde auf Halo Waypoint, der offiziellen Halo-Website, verkündet, dass die Schmiede an den PC kommt. Ja, ihr habt richtig gehört, die Schmiede wird unter Windows 10 bald als PC-Applikation verfügbar sein. Auch seid ihr dann nicht mehr an den Controller gebunden, sondern könnt mit der Maus und Keyboard virtuelle Schlachtfelder erstellen. Das eröffnet natürlich einiges an Optionen. Nicht nur was Keyboard-Shortcuts angeht, die natürlich in keinem ernstzunehmenden Kreativprogramm wegzudenken wären, sondern natürlich auch die Präzision der Maus für noch mehr Schmiedespaß. Das alleine wäre zwar schon Schlagzeile genug, jedoch gibt diese Neuerung weitaus mehr Raum für Spekulation. Damit die Schmiede nämlich als solche auch am PC funktioniert, muss die Halo Engine auf diesen portiert worden sein und das wiederum bedeutet, dass technisch gesehen Halo 5 bereits am PC voll funktionsfähig ist. Eventuell auch was den Netcode angeht, so ist dem Artikel zu entnehmen, dass sich über die App Freunde zum Testen der Maps anwerben lassen, was eventuell bedeutet, dass diese der Schmiedesitzung beitreten können, während ihr an eurer Karte bastelt. Damit stünde einem Halo 5 am PC nicht mehr viel im Wege. Für manch einen ist das vielleicht auch nicht verwunderlich, da Frank O'Connor bereits vor einiger Zeit entsprechende Anmerkungen gemacht hat. Immerhin ist seit der neuen Konsolengeneration die Architektur eben dieser näher an den PC herangerückt, was das Portieren von Code erheblich einfacher machen dürfte. Zwar bezweifle ich, dass Halo 5 noch für den PC erscheinen wird, Halo 6 jedoch könnte sehr wohl als Cross-Plattform-Titel erscheinen. Tja, kaum habe ich das gesagt, erreicht mich durch Ishma die Meldung, dass laut Ars Technica am PC auch gespielt werden kann. Jedoch nur Custom Games mit Leuten aus der Freundesliste. Dafür auch mit Maus und Tastatur. Jetzt fehlt also nur noch der komplette Multiplayer und die Kampagne. Manch einer wird jetzt wohl anführen, dass Halo für Microsoft einer der Hauptgründe ist, um zum Konsolenkauf anzuregen. Aber ich denke, dass sich die Prioritäten von Microsoft mittlerweile geändert haben. So versucht man unter Windows 10 sehr stark den hauseigenen Store zu pushen, unter anderem mit Spielen. Beispielsweise ist Quantum Break, Forza und Tomb Raider bereits über den Windows 10 Store abrufbar und ein Halo 6 würde das Interesse sicherlich nicht schmälern. Warum ist Microsoft der Windows 10 Store so wichtig? Nun, ein kostenloses Windows 10 lässt sich natürlich schlecht bezahlen, wenn niemand etwas im Store kauft und sich Microsoft bei diesen Einkäufen nicht eine Scheibe abschneiden kann. Weiterhin hat Microsoft bereits verkündet, dass Windows 10 das letzte große Windows-Update war und man von nun an, ähnlich wie bei Linux und OS X, kleinere, aber dafür häufigere Aktualisierungen durchführen will. Meine persönliche Vermutung ist ja, dass Microsofts Plan ist, Windows in Zukunft komplett kostenlos anzubieten und die Entwicklung rein über den Store zu finanzieren, ähnlich wie es zum Beispiel Google mit Android macht. Genug des Abschweifens, zurück zum eigentlichen Thema. Natürlich gibt es noch einige Herausforderungen, was Cross-Plattform-Titel angeht. Allem voran die Nutzung zwei verschiedener Eingabemethoden. Maus und Tastatur bieten nämlich deutlich mehr Genauigkeit als zwei Thumbsticks am Controller. Während diese Dinge bei einem Rennspiel oder Singleplayer-Action-Adventures nicht eine so große Rolle spielen, ist dies bei einem First-Person-Multiplayer-Shooter schon ein größeres Problem. Eine Möglichkeit wäre natürlich, einen Controller-Zwang am PC einzubauen. Recht erfreut werden die PC-Spieler hierbei aber nicht sein, müssen sie dann doch auf die geliebte Maus und Tastatur verzichten. Eine weitere Möglichkeit wären getrennte Lobbys oder aber auch überhaupt gar kein Zusammenspielen von PC und Konsole zu erlauben. Letzteres fände ich natürlich recht schade, denn Microsoft hat die einmalige Chance, endlich Plattformgrenzen zu sprengen. Diese Windows 10 Halo-Version wird also höchstwahrscheinlich ein erstes Testgelände für zukünftige Spiele. Wie genau sie vorgehen werden, können wir aber bestimmt alsbald auch mit dem Release von Halo Wars 2 einsehen. Das soll nämlich auch für PC und Konsole gleichzeitig erscheinen. Natürlich bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von Cross-Plattform-Play und würdet ihr gerne Halo als einen Titel sehen, der dieses Feature unterstützt? Oder denkt ihr, meine Spekulationen sind im generellen Humbug und Halo wird nie für den PC erscheinen? Schreibt doch einen Kommentar und vergesst nicht, dieses Video zu bewerten. Weiterhin könnt ihr natürlich auch gerne bei unserem letzten Video vorbeisehen, in welchem wir unsere Meinung zum Memories of Reach Update kundgetan haben. Damit bleibt mir euch nur noch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Video, das vielleicht irgendwann mal kommt.